Schön, dass du da bist und dir einen Moment Zeit nimmst für dich und deine Intuition. Ich bin Franzi, ich bin Mentorin für Intuition und in dieser so besonderen und intensiven Zeit habe ich eine kurze Meditation für dich, die du ganz wunderbar in deinen Alltag einbauen kannst, um deinen Energiehaushalt zu überprüfen. Mach dir einmal bewusst, dass wirklich alles, was du konsumierst, dir entweder Energie gibt oder Energie nimmt. Und damit ist nicht nur Essen oder Trinken gemeint, sondern vor allen Dingen auch Dinge, die du liest, Nachrichten, Social Media, aber auch Gespräche und Menschen, mit denen du in Kontakt bist. Und die nächsten Minuten werden dir dabei helfen, auf ganz verschiedene Art und Weise zu überprüfen, ob etwas oder jemand die Energie gibt oder die Energie nimmt. Wenn du diese kurze Meditation gerade zum ersten Mal hörst, dann empfehle ich dir, dir wirklich eine ruhige Minute zu suchen, dir einen ruhigen Ort zu suchen, wo du mir ganz ungestört und mit Augen geschlossen lauschen kannst. Aber wie bei vielen meiner kurzen Meditationen gilt, je öfter du diese Meditation für dich machst, desto einfacher kannst du sie auch mit Augen offen und ganz nebenbei in deinen Alltag integrieren und so auch, wenn du in Gesellschaft bist oder gerade keine Zeit für eine ruhige, geführte Meditation hast, für dich überprüfen, wie es gerade mit deinem Energiehaushalt aussieht. Mach's dir also erstmal bequem und atme ganz tief ein. Und atme ganz tief wieder aus. Wunderbar. Und mach dir einmal bewusst, dass wenn es um unsere Wahrnehmung geht, wir ganz unterschiedlich funktionieren. Ich führe dich deshalb gleich durch drei verschiedene Möglichkeiten und es ist ganz normal, dass vielleicht die eine besser und die andere nicht ganz so gut für dich funktioniert. Du kannst für dich herausfinden, was für dich passt und genau diese Möglichkeit in deinen Alltag einbauen. Atme nochmal tief ein. Und beim Ausatmen lass mal ganz bewusst deine Schultern los. Und noch ein dritter, ganz bewusster Atemzug. Ein hin zu deinem Herzen und wieder aus. Wunderbar. Und dann richte dein Bewusstsein jetzt einmal auf die Sache oder auf die Person, die du gern auf deinen Energiehaushalt überprüfen möchtest. Dabei ist es vollkommen egal, ob es um eine Speise geht oder ein Getränk geht. Vielleicht möchtest du mal schauen, was Kaffee mit dir macht. Vielleicht geht es aber auch um eine bestimmte Person, die dir nahesteht oder eine Person, der du in Social Media folgst. Vielleicht aber geht es auch ganz allgemein um einen Social-Media-Kanal. Nimm in dein Bewusstsein, was du jetzt gerade für diesen Moment überprüfen möchtest. Und jetzt stell dir als allererstes vor, wie du diese Sache oder diese Person konsumierst oder mit ihr in Interaktion trittst. Also wie du das Essen isst oder das Getränk trinkst. Wie du die Nachrichten liest oder ja, die bestimmte Person anrufst oder mit ihr dich austauscht oder triffst oder dir einfach eine Story oder ein Bild bei Social Media anschaust. Also wie du das tust, worum es geht. Und fühl mal in deinen Körper. Nimm einfach wahr, wie sich dein Kopf anfühlt. Dein Brustbereich, dein Bauch. Stell dir jetzt einmal genau das Gegenteil vor und fühl in deinem Körper nach, wie es sich jetzt anfühlt.
gehe wieder in deinen Kopf, deinen Brustbereich und deinen Bauch und dann spür mal nach, wo ist es enger geworden oder wo ist es weiter geworden? Es geht vielmehr um den Unterschied zwischen beiden Situationen. Eines von beiden hat sich wärmer, weiter, weicher, wohliger angefühlt. Beim anderen wurde es etwas enger, etwas kühler, einfach unangenehmer. Spür nach. Und damit du noch einen guten weiteren Vergleich hast, führe ich dich jetzt in eine zweite Situation. Nimm genau die gleiche Sache, die du eben überprüft hast, mit und wir stellen es uns noch einmal gemeinsam vor. Nimm als erstes noch einmal die Situation in dein Bewusstsein, wo du die Sache tust oder konsumierst oder mit der Person interagierst. Geh mal richtig da rein, spür mal das Getränk in deinem Mund oder die Speise oder wie sich anfühlt, mit der Person zu kommunizieren oder die Sache zu tun, es in der Hand zu halten. Und dieses Mal achte darauf, wie die Situation sich in ihrer Helligkeit verändert. Stell dir jetzt das Gegenteil vor, dass du es nicht tust, dass es nicht in deinem Leben ist, dass du es jetzt gerade nicht konsumierst oder mit dieser Person interagierst und schau mal, wie sich das Licht in der Situation verändert. Eine von beiden Situationen ist heller, eine ist etwas dunkler. Nimm wahr. Und nochmal eine kleine Botschaft an deinen Kopf. Es ist überhaupt gar kein Problem, wenn eine von diesen Möglichkeiten nicht so gut funktionieren. Ich stelle dir drei verschiedene vor. Überprüfe einfach für dich, welche dir am meisten entspricht und bleib in Zukunft bei dieser Variante. Nimm als erstes wieder die Situation in dein Bewusstsein, in der du die Sache tust und tauche so richtig darin ein. Dieses Mal kannst du in dieser Situation ein Barometer wahrnehmen, so wie in deinem Auto, wenn du auf der Autobahn oder auf der Landstraße unterwegs bist und sehen kannst, wie schnell du fährst. Dieses Barometer ist zur Hälfte rot und zur Hälfte grün. Und während du so richtig eintauchst und konsumierst, was da in der Situation vor dir ist, kannst du sehen, ob die Nadel in den roten oder in den grünen Bereich ausschlägt. Nimm einfach wahr. Wechsel jetzt gern noch einmal zu der Situation, die genau das Gegenteil zeigt, in der die Sache oder die Person nicht in deinem Leben ist. Und du wirst sofort bemerken, dass die Nadel in deinem Barometer ausschlägt. Sehr wahrscheinlich in die genau andere Richtung. Schau mal, ob du hier ein bisschen spielen möchtest, indem du nach und nach immer mal wieder erst in die eine und dann in die andere Situation eintauchst. Und schau hin, was dein Barometer anzeigt. Und jetzt nimm nochmal einen ganz tiefen Atemzug ein und lass alles aus deinem Bewusstsein verschwinden.
tauche gern nochmal ein in einen Moment der Ruhe, in dem du deine Intuition, aber auch deinen Verstand meiner Stimme lauschen können. Mach dir einmal bewusst, dass wir alle eine unglaublich feine Wahrnehmung haben, aber ganz oft den Zugang dazu nach und nach in unserem Leben verloren haben. Es ist also ganz normal, wenn du vielleicht nur eine der drei Sachen ein bisschen wahrnehmen konntest oder vielleicht bei allen dreien etwas gespürt hast, aber der Kopf auch immer wieder sich eingeschaltet hat und seinen Senf dazu beigetragen hat. Ich mag dich einladen und motivieren, einfach immer mal wieder dir Zeit zu nehmen, in diese Wahrnehmungsübung mit allem, was dir im Alltag so begegnet, einzutauchen und nachzuspüren, was für dich stimmt und was nicht. Was dir Energie gibt und was nicht. Und aus meiner ganz eigenen Erfahrung und der Arbeit mit meinen Klienten mag ich dir noch einen ganz liebevollen Hinweis geben. Der allererste Schritt ist, dass wir wieder wahrnehmen, was uns gut tut und was für uns stimmt und was nicht. Das braucht Achtsamkeit. In einem zweiten Schritt braucht es allerdings ziemlich viel Mut, das dann auch umzusetzen. Und du darfst unbedingt ganz, ganz liebevoll mit dir sein und nicht sofort erwarten, dass dir dies von jetzt auf gleich gelingt. Es ist vollkommen normal, dass es eine Übergangsphase gibt von mehreren Tagen, Wochen, ja, vielleicht sogar Monaten oder Jahren, wo du immer besser darin wirst, wahrzunehmen, was für dich passt und was nicht, aber vielleicht noch nicht ganz danach leben kannst. Das ist vollkommen in Ordnung. Das darf sein. Ich wünsche dir von ganzem Herzen einen wundervollen Tag und unendlich viel Vertrauen für diese Zeit. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass du dir Zeit für dich genommen hast. Für dich und deine Intuition. Denn das ist das, was diese Welt gerade braucht. Dass wir alle wieder mit uns selbst in Verbindung kommen. Hab einen wundervollen Tag.